Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls Remastered. Heute wollen wir uns den anderen Teil des Waldes angucken. Wir waren ja letztes Mal schon bei der Hydra. Und heute gehen wir in den anderen Abteil, weil da gibt es etwas für André zu finden. Erstmal sind hier ein paar dumme Bäume. Stehen die schon auf? Oder kann ich die schon Feuer hauen? Ja, ne? Anvisieren hätte vielleicht was und würde das vielleicht auch einfacher gehen. Bloß solange die nicht auf mich aufmerksam sind, wird das halt nichts. So. Bitte einmal umkippen. Wenn wir das Item oder wenn ich das Item vorher genommen hätte, dann wären die alle drei auf mich aufmerksam geworden. Wäre nicht so cool. So. Und hier in diesem Bereich gibt es einen neuen Gegnertypen. Aber diese Gegner, die mögen kein Feuer. Okay, ich kann sie nicht one-shotten. Aber das brauche ich auch nicht. Die sind auch gar nicht mal so ungefährlich. Die haben so, ja, die haben so einen Zauber drauf, womit sie mich bewegungsunfähig machen können. Aber mit Pyromantie sind die ziemlich easy, weil die kein Feuer mögen. Was ziemlich cool ist. So. Dann machen wir uns hier mal einen Weg auf in einen versteckten Bereich. Habe ich in meinem ersten Mal nicht gefunden, weil ich blind bin. Oder naja, bei den ersten Spielen, woher soll man wissen, dass man den Baum kaputt hauen kann, ne? Ist nicht so ganz offensichtlich. Es ist ein Weg dahinter, ja! Trotzdem. Hier ist gleich der nächste, den man weghauen kann. Komm, mach ihn weg. So, und hier ist einer wieder dieser Ritter, wenn ich mich nicht irre. Und ein paar von diesen Kauquappen sind auch hier. Ist übrigens auch ein neuer Gegnertyp. Aber die Ritter finde ich gefährlicher. Ah, ich kümmere mich erstmal um den. Ne, erst um die Kauquappen. Der Ritter, der bleibt liegen. Die Kauquappen, die könnten unter Umständen dummes Zeug machen. Locken wir die mal ein bisschen hier hin. Nicht, dass ich in den Abgrund falle. Uiuiuiuiui. Lasst eure Zunge bei euch. Ja, in Masse, wie jeder Gegner in Dark Souls, kann es gefährlich werden. So, den können wir wieder abfackeln. Ah, scheiße. Der ist, hat iframe, solange er aufsteht. Aber okay. Habe ich eine Verbrennung halt verballert. Ich darf bloß meine Feuerbälle nicht verballern. Die brauche ich für den Boss später. Beziehungsweise ich brauche sie nicht, aber dann geht es schneller. So, hier kriegen wir eine Seele. Oder einen Seelencontainer vielmehr. Und hier ist noch ein versteckter Gang. Der führt uns zu einem Item, das man schon gesehen hat. Ich habe mich. Oh, hier ist noch so einer von denen. Ah, das ist jetzt der Zauber, der mich bewegungsunfähig macht.
Der ist ein bisschen nervig. So, hier kriegen wir den Wolfsring. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was der macht. Gucken wir uns mal an. Vielleicht verstärkt Balance. Brauche ich nicht wirklich. Aber ist nice to have. So, dann hätten wir diesen kleinen Seitengang hier erledigt. Mal gucken, ob ich den Weg zurückfinde. Ja. Das ist bei mir immer so ein Ding. Das Gebiet ist auch sehr, sehr klein gehalten, also es dauert absolut nicht lange. So. Dich hatte ich, glaube ich, schon kaputt gemacht, ne? Ja. Hier ist so eine kleine kritische Stelle, da ist nämlich wieder so ein Ritter. Aber hier sind auch von diesen Büschen welche. Ich versuche mal, das still und heimlich. Ja, es hat nicht funktioniert. Fackel den schnell weg. So. Weil da ist noch einer und da ist noch ein Busch. Und die werden alle sehr, sehr ungehalten, sobald man... Hallo, ich hab den Busch abgefackelt! Nein, mich nicht bewegungsunfähig machen, das wäre schlecht. Warum hat der Busch I-Frames? Oh, Steingroßschwert, das ist die Waffe von den Rittern. Und der gibt mir einen Klumpen. So, und hier ist noch ein Item, was relativ cool ist. Die Elita-Rüstung. Ist aber für mich zu schwer. Glaube ich jedenfalls. Ist hier von den Werten eigentlich gar nicht so schlecht. Die wiegt wie viel? 11 Kilo. Wie viel wiegt mein Set? Ja, 7 Kilo mehr, ne? Also ohne Havels Ring muss man, glaube ich, ein bisschen in Belastbarkeit investieren. Also für uns wird es noch nicht reichen. Oh, scheiße, da liegt einer. Darauf habe ich nicht geachtet. Und, oh, scheiße, Mann. Ich vergesse das immer, dass die I-Frames haben. Sind vier, ne? Einer muss hier noch irgendwo liegen. Da ist der letzte. Wir sind mit Pyromantie so easy, ne? Das ist richtig angenehm. Ich habe nichts gesagt. Hochmut kommt vor den Fall. Hochmut kommt vor den Fall. So, es gibt hier noch einen kleinen, hoppala, versteckten Gang. Irgendwo auf der rechten Seite war das, glaube ich. Ich gehe mal einfach die Wand ab und dann werde ich es schon irgendwann finden. War es hier? Ja, sieht gut aus. Hinter mir ist, glaube ich, was. Ja, da ist ein Busch rausgekommen. Stillhalten. Hoppala. Oh, du hinterlässt was. Ja, die tun leider Blutklumpen hinterlassen. Die können auch von diesen Giftklumpen welche fallen lassen. Tun sie leider nicht. Was? So, eine Partisane. Okay, das war denn auch ehrlich gesagt nicht so wert. Ich habe schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich hasse Speerwaffen in Dark Souls. Gibt so eine einzige Aufnahme, das ist die in Dark Souls 3 einmal das Schwert vom namenlosen König, oder ein Speer ist das da vielmehr, und hier in Dark Souls 1 ist es die Schwarzritter-Hellebarde, aber sonst bin ich da für nicht zu begeistern. Überhaupt nicht. Ich mag die Angriffsbewegung halt gar nicht.
Ist wahrscheinlich eine Gewöhnungssache, aber nee, lass mal. So, und dann stehen wir vor einem Boss, der mit Distanzkampf wesentlich einfacher ist, als er ohnehin schon ist. Und zwar der Mondlichtschmetterling. Ein sehr, sehr leichter Boss, aber ich finde den mit am schönsten im Spiel. Der ist echt, echt schön. So, guck ich mal, oder? Treffe ich ihn? Nein, natürlich nicht. War ich zu ungeduldig? Komm, fuck ihn ab. Treff ihn doch einfach. So, geht doch. So, nimm das! Ist halt super easy mit Fernkampf. Sonst müsste man warten auf das hier. Was zum Teufel? Dass er immer runterkommt und man muss ihn dann hauen. Aber mit Distanzkampf ist er halt super einfach. Und er gibt uns, ist der erste Boss, der uns eine Seele gibt. Daraus kann man Bosswaffen schmieden. Das werden wir auch im Spiel noch machen. Allerdings nicht die von Mondlichtschmetterling. So. Ja, ich habe schon gesagt, sehr, sehr leichter Boss. Auch wenn man keinen Distanzkampf hat, muss man eigentlich nur diesen grünen Geschossen ausweichen. Dann kommt er irgendwann runter und dann musst du ihn halt hauen. Und wenn du keinen Distanzkampf hast, ich glaube, drei Zirkel, dann ist er, oder? Ja, drei Zirkel, also er muss dreimal runterkommen und dann hast du ihn eigentlich. Jedenfalls mit einer normalen Waffe. Wie den Drachenritterschwert. Oder Waffen, die ähnlich stark sind. Und das ist ja auch ein optionales Gebiet. Also kann man vielleicht auch sehr viel später erst hier hinkommen. Dann ist man schon zu stark für den. So, wir kriegen den Wachturmkellerschlüssel. Das ist übrigens die Tür, die nach Havel führt, weil wir den Generalschlüssel haben, brauchten wir das nicht. Und die göttliche Glut gibt er uns. Und einen Heimkehrknochen. Ja, die göttliche Glut ist für André. Ich cutte mal den Rückweg dahin raus. So, dann wollen wir mal André die Glut geben. That's a rare ember you have there. I've seen one of those before. It's the ember of a divine blacksmith. Might you consider leaving that with me? I can produce divine weapons with a flame such as that. Jupp, das machen wir. Well, thanks for that. You've made a fine decision. You soon shall see. So, jetzt kann er, wenn wir eine Waffe jetzt auf plus 5 verstärken würden, kann er daraus dann eine göttliche Waffe machen. Das ist, gegen die Skelette ganz praktisch, weil die stehen ja immer wieder auf. Und ja, mit einer göttlichen Waffe tun sie das nicht mehr. Okay, dann geht's zurück zum Feuerbandschrein. So, wir sind zurück bei unserem Pyromantenfreund. Ich habe ein bisschen Seelen angehäuft, so dass wir jetzt auf plus 10 gehen können. So, jetzt brauche ich wieder ein paar Seelen. Ich habe noch 5000 übrig, vielleicht reicht das für ein Level Up. Können wir mal gucken. Vier neun, passt perfekt. Okay, was machen wir denn? Kondition ist auf 19. Können wir auf 20 machen, ne? Ja, Kondition. Dann nehmen wir mal so. Und dann gehen wir jetzt an einen Ort, wo wir schon mal waren, aber wo sich jetzt ein bisschen was verändert hat. Beziehungsweise wir kommen in Bereiche, die wir vorher noch nicht machen konnten. Und zwar geht's zurück ins Asyl der Untoten. Dazu müssen wir jetzt einmal hier hochfahren, weil wir brauchen noch was. Und zwar einen Schlüssel. Der liegt da oben. Den kann man relativ einfach bekommen. Man muss sich hier einfach runterrollen lassen. Und dann kommt man hier auf die Seite. Da unten sieht man die Krähe schon. Und dann einfach hier runter. Und dann haben wir ihn.
So, in Asyl gab es ja eine Tür, wo wir nicht durchkamen. Hoppala. Ja, das macht nichts. So, jetzt das ganze Spiel nochmal. Hallo? Ja. Weil hier oben ist das Nest der Krähe irgendwo. Also hier müssen wir jetzt einmal 180 Grad Drehung machen. Und dann ist hier das Nest. Ich guck mal, ich weiß gar nicht mehr. Gab es hier oben noch was? Ich glaube nicht. Es gab nur noch den Schlüssel. So. Und dann kann man sich hier ins Nest einkegeln. Und man muss jetzt ein bisschen warten und dann bringt uns die Krähe zurück ins Asyl. Das sieht mit der Krone von Dust aber mal so unglaublich bescheuert aus. Okay. Ja, hier hat sich jetzt ein bisschen was getan. Also die Gegner sind ein bisschen stärker und auch anders postiert. Hoppala. Ja, ist gut. So, und wir können jetzt auch, weil wir ein paar Items gesammelt haben, tauschen. Dazu müssen wir einfach nur Be Items, die tauschbar sind, hier auswählen und in sein Nest legen. In Dark Souls 1 ist es leider noch so, man muss jedes Item einzeln nehmen und dann Crit-Out machen. Ich werde den Crit-Out immer rauscutten. So, wir legen einen Blutrohrenklumpen ab. Hoppala. Das war falsch. Habe ich doch. So, wir haben das getauscht und wir kriegen einen Funkeltitanit dafür. Also es ist ein sehr guter Tausch, wie ich finde. Deswegen werden wir das auch noch ein paar Mal machen. Weil wir kriegen hier eine gute Tausche. Man kann allerdings jedes Item nur einmal tauschen. Also wir können jetzt nicht noch einen blutroten Moosklumpen gegen einen Funkeltitanit tauschen. Das funktioniert nur einmal. Aber den möchte er auch gerne haben. Das gibt nämlich wieder einen Funkeltitanit. Ich habe leider keinen Dings mit Moosklumpen. Das gibt nämlich zwei Funkeltitanite. Ja, okay, dann gibt es nichts mehr, was es für mich wert ist zu tauschen. Also erstmal. Ich habe leider keinen lila Moosklumpen mit weißer Blüte. Das ist ein bisschen schade. Das gibt nämlich zwei Funkeltitanite. So, jetzt unbedingt die Mitte des Raums meiden, weil dann gibt es eine böse Überraschung. Ich will unbedingt hier erst das Leuchtfeuer aktivieren. Weil, wie gesagt, es gibt hier eine sehr, sehr böse Überraschung. Und ja, die wollen wir auch heute noch angehen. Hoffe ich mal. Vielleicht schaffe ich das komplette Gebiet ja. Das wäre recht, recht gut. Ist auch nicht so groß ja, wie wir wissen.
So, da hinten wartet ein Schwarzritter auf uns. Ich habe fast volle Menschlichkeit. So. Der Mack. Aber mit unserer Pyromantie ist er... Aua. Ist der gar kein Problem. Ich habe gesagt, gar kein Problem. Mhm. Ist der Svenny vielleicht arrogant geworden? Ein bisschen. Und es wird bestraft. Komm, hau zu. Ah, deswegen ist es ganz gut, dass ich meine Seelen vor diesem Ort hier ausgegeben habe, weil es können hier dumme Sachen passieren. So. Neuer Versuch. So, hau zu. Ah, scheiße. Ja, das wird das gleiche wie letztes Mal passieren. Ich heil mich und er kommt drauf. Ah, okay. Er macht es nicht, okay. So. Eigentlich ist es beim Pyromantie relativ einfach. Bloß ich bin sehr, sehr unvorsichtig eben gewesen. Ich habe ihn absolut nicht ernst genommen, was man tun sollte. Er hat by the way nichts gedroppt, obwohl ich 8 Menschlichkeit habe. Ja, das Thema Schwarzritterwaffen ist sowieso erledigt. Also nehme ich auch keine Menschlichkeit auf 10 hoch. So. Und ja, hier ist unser Freund, der am Anfang des Spiels noch nett zu uns war. Aber irgendwie hat sich das geändert. Hörst du auf damit? So, tschüss. Der gibt uns was ganz Cooles, das Wappenschild. Das ist was für den Boss, was sehr, sehr gut ist. Und zwar ist das ähnlich wie unser Drachenwappenschild aufgebaut. Hat bloß Magieabwehr 80 und Feuerabwehr 55. Unser Drachenwappenschild hat 85 Feuer und ja, Magie halt nur 20. Der nächste Boss hat einen Flächenangriff, der Magieschaden macht. Deswegen werden wir das Schild dann einmal tauschen, weil das gegen den Boss sehr, sehr nützlich ist. Ah, ich habe die Kugel vergessen. Und dich habe ich auch vergessen. Okay. Alles noch im grünen Bereich hier. Hau ab. So, durch die Tür konnten wir letztes Mal nicht durch. Das geht jetzt durch den Schlüssel, den wir in Feuerballschrei aufgesammelt haben. Und dann kommen wir jetzt zu einem Item, wo wir vorher nicht rangekommen sind. Und zwar den verrosteten Eisring. Der ist sehr, sehr cool. Vor allem für Schandstadt, wo wir hier nachhin gehen. Verbessert die Balance. Macht der Wolfring auch. Aber hier, dieser Eisring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er unentdeckt, dass er auf unsicheren Untergrund wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Ja. Das heißt, wir können in Sümpfen wie Schandstadt oder in Wasser uns so bewegen und nicht so träge, wie er es sonst tut. Was gut ist. Deswegen hätte ich vielleicht hier, bevor ich in den Finsterburggarten gegangen bin, hingehen sollen. Weil dann wäre der Wasserbereich bei der Hydra ein wenig einfacher gewesen durch den Ring. Aber auf jeden Fall erleichtert er unten in Schandstadt einen das Leben.
was sehr, sehr, sehr angenehm ist. So. Und dann kehren wir jetzt mal zum Leuchtfeuer zurück. So, bevor ich es vergesse, tauschen wir den Schild. So, wir gehen auch gerade mal zurück zum Anfang. In unsere Zelle gab es, glaube ich, nämlich auch was. Rutsch mal schneller runter. Hier bewegen wir uns ja träge. Ich kann mal kurz den Ring anziehen, um das zu demonstrieren. Und hier. Und jetzt bewegen wir uns normal schnell. Der ist in manchen Gebieten halt echt Gold wert. Unter anderem Schandstadt. Da ist der nächste Schwarzritter. Bei denen stelle ich mich hoffentlich nicht so dämlich an. So. Ach, schon wieder ein Schild. Das ist, glaube ich, der zweite, den ich schon bekomme, ne? So. Und in unserer Zelle ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was wir später brauchen, und zwar eine merkwürdige Puppe. Das ist ein wichtiges Item, um in ein optionales Gebiet später ins Spiel zu kommen. Wo übrigens der beste Farmspot des Spiels ist. Aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir da sind. Weil das ist in Anor Londo. Und das ist eines meiner Lieblingsgebiete. Das ist wunderschön. Ich liebe es. So, dann setzen wir uns hin. Ich denke mal, wir entfachen. Oh, ich bin einmal gestorben. Ah, stimmt. Oh Mann, jetzt ärgert mich der Schwarzritter noch mehr. Ja, ich gehe mal auf Nummer sicher und tu das entfachen. Der Boss ist auch mit 5 Flakons zu machen, aber komm, wir gehen auf Nummer sicher. Weil ich einnehmen schon muss, nach dem, was jetzt passiert. Wupp! Ich habe ja gesagt, böse Überraschung. So, da haben wir ihn. Den verirrten Dämon. Hier dieser Angriff, der macht Magieschaden. Okay. Hitbox hatte ich so nicht in Erinnerung. Aber ich nutze mal die Feuerbälle, die machen mehr Damage. Und dann muss ich nicht nah an ihn ran. Wumm! Oh ja, die machen aber massiv mehr. Hier hat man es gesehen, ich habe ein bisschen Schaden bekommen. Hätte ich keinen so. Was zum Teufel? WTF? Okay. Neuer Versuch. Kann ja nur besser werden. Oder ist, weil er das von oben zugehauen hat und von oben funktioniert das nämlich nicht, das Blocken. Aber meine Ausdauer war auch fast weg, ne? Ja, aber okay, nachdem ich jetzt den Schlag gesehen habe, kann es gut sein. Kollege! Übertreib nicht! Geh besser hinter ihn. Dann kriege ich seine dicke Keule nicht ab.
So, ein Feuerball haben wir noch. Da warten wir mal ab, bis er irgendwas macht. Wenn das. So, und den Rest mache ich mit Verbrennung. Macht halt wesentlich weniger Schaden. Aber ich bleibe auch die ganze Zeit jetzt an ihn dran. Durch den Schild kriegen wir nicht so viel Schaden von dieser Druckwelle. Wenn ich zu nah dran bin. Und er kann mich mit seinen dicken Knüppeln auch nicht bekommen. Das, als ich gestorben bin, das war ein Fehler, dass ich vor ihm geblieben bin. Du solltest eigentlich die ganze Zeit neben ihn oder hinter ihn sein. Dann ist er wesentlich einfacher. Dann kommt dieser dicke Knüppel nicht zum Einsatz. Man muss halt, wenn man hinter ihm ist, auf diese Druckwelle nur aufpassen. Und manchmal springt er halt hoch und macht diese Stampfattacke. Aber sonst ist es halt easy going eigentlich. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr traurig, dass ich gestorben bin. Komm, du hast mich heute... Dark Souls Hitbox. So, geht doch! Der gibt uns eine graue Scholle. Das ist ein sehr, sehr geiles Item für den Zeitpunkt des Spiels. Weil damit kann man Waffen maximieren. Davon ist man halt zu diesem Zeitpunkt des Spiels eigentlich noch sehr weit weg. Und dann geht's hier wieder nach draußen. Und ja, dann haben wir hier alles erledigt. Wir werden, denke ich, noch aufleveln, aber das machen wir in Feuerbandschrein, weil dann kann ich meine Pyromantieflamme wieder verstärken. Deswegen cutte ich mal den Weg dahin. So, dann wollen wir mal unsere Pyromantie ein bisschen wieder aufwerten. Wird wahrscheinlich, ja, eine Stufe. 19.000 kostet der nächste schon. Ich habe ein paar Seelencontainer. Ich gucke mir das gerade mal an, wie viele das sind. Und ich habe die Mondlichtseele. Lass mal gucken. 1200, das sind glaube ich 1000, das wird nicht reichen. Okay, dann lassen wir das. Dann machen wir ein Level up. Und zwar... Was brauchen wir denn? Wir können eigentlich in Zauberei. Ja, ich mach mal Beweglichkeit schon hoch, auch wenn ich das Drachenritterschwert noch benutze. Und dann können wir, das ist ganz knapp an einem Level ab vorbei, machen wir einen Seelencontainer. Ach, das sind Tausender Seelen. Ja, ist jetzt egal. Ich hätte gedacht, es ist weniger. Dann hätte es vielleicht ausgegangen mit den mit der Pyromantie, aber ist egal. So, und eine Zauberei. Das brauchen wir, um weitere Zauberslots zu bekommen. Sobald wir in Schandstadt sind, sind 3 oder 4 vonnöten. Okay, Leute, sind wir am Ende der Folge. Nächste Folge machen wir uns nach Schandstadt auf. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.